Der Thomas hat die Fische, was ich noch nie gesehen habe, die schauen wir uns heute an. Willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich bei der Zoobox beim Aquascaping Event und heute schaue ich mir jetzt ein paar Fische an, die der Thomas hier hat, weil er hat richtig besondere, was ich noch nie gesehen habe. Und ich habe keine Ahnung zu den Fischen. Ich schaue mir sie an. Ich glaube, die Namen stehen meistens dabei und dann kann ich euch sagen, welche Fische das sind. Aber ja, schauen wir mal. Also mittlerweile ist es ja riesig hier. Also hier eine Riesenfischanlage, hier ein großes leeres Aquarium. Hier der Thomas. Hier sind schon mal viele spezielle Fische. Hier einmal oben, weiß ich gar nicht, da komme ich noch gar nicht hin. Aber hier unten Discus und vor allem dieser Wels da hinten. Der ist richtig krass und da steht sogar ein Preis dabei und der kostet 1900 Euro. Also wenn ihr ein Riesenaquarium habt, dann ist das auch bei euch, aber das ist echt krass. Dann hier unten, glaube ich, sind ein paar Erdfresser. Hier Augenfleck, Flederbartelwels. Keine Ahnung, welcher das davon ist. Aber den hier, den afrikanischen Fahnenmesserfisch, habe ich schon gesehen. 40 Euro kosten die. Ich glaube, die werden aber auch riesig. Die sind irgendwo hier unten. Also auch mega skurrile Fische. Ich glaube, das sind ja Erdfresser, oder? Schreibt das gerne in die Kommentare. Das sind auch coole Fische. Für Aquas gibt es halt nicht geeignet. Aber hier kommt einer von den Messerfischen hervor. Also, das sieht schon witzig aus. Dann geht es hier noch weiter mit mehr großen Fischen. Hier sind auch Schützenfische, die so von der Oberfläche oder von oben Insekten abspritzen und dann fressen. Das ist jetzt hier schlecht zu zeigen. Aber die sind auch richtig cool. Also, das sind auch Fische, was ich mir gerne hätte. Aber da braucht man ein großes Aquarium für. Und halt am besten irgendwie, dass man das irgendwie auch machen kann, dass sie das Futter von irgendwo von der Wurzel oder so runterschießen müssen. Wäre aber auch richtig cool. Also natürlich werde ich jetzt nicht alles genau zeigen, weil bei vielen weiß ich dann noch gar nicht von den Etiketten, welche Fische das sind. Dann sind hier Axolotl, sind auch richtig witzige Tiere. Brauchen aber relativ kaltes Wasser, also braucht man auf jeden Fall eine Aquarienkühlung. Wäre schwierig zu halten. Aber schaut schon interessant aus. Dann geht es hier weiter. Hier sind auch noch richtig coole Fische. Hier haben wir einen Goldringkugelfisch. Das sieht auch richtig cool aus. Braucht auch natürlich ein großes Aquarium. Und hier geht es erstmal mit der Kugelfischabteilung weiter. Hier haben wir Kammkugelfische. Auch richtig spannende Tiere. Ich muss sagen, ich kenne mich mit Kugelfischen nicht ganz so aus. Ich kenne eigentlich nur die Leopardkugelfische. Da sind gerade nicht so viele da. Da ist nur hier oben einer, aber gerade sind nicht so viele da. Aber da weiß ich ein bisschen was, aber von den anderen habe ich nicht viel Ahnung. Ich weiß nur, dass man die hauptsächlich halt nicht in Gruppen, also mit anderen Tieren halten kann. Oder so wirklich entweder nur einzelne Tiere oder halt eine Gruppe von derselben Art, aber nicht zu anderen Fischen vergesellschaften. Hier sind noch mehr von den Goldringen für die Fischen. Also hier schauen die noch ein bisschen süßer aus. Und hier oben ist der schon einiges größer, aber wird, glaube ich, noch größer. Und dann geht es hier weiter mit noch einem Lecko. Und dann geht es schon los mit den Schlangenköpfen. Auch richtig interessante Tiere. Richtige Räuber. Also auch die Gesellschaften nicht mit denen schwer. Hier geht es weiter. Hier noch ein Lecko. Das sind hier Zwergschlangenköpfe. Ich weiß gar nicht, welche das sind. Ich glaube, die da. Der hier oben und der hier müssten die Zwergschlangenköpfe sein, also blauer Zwergschlangenkopf. Und Flösselaale könnten das sein, oder? Der gerade fast mit dem Echo gefressen wird. Dann sind hier noch Asselkugelfische. Also da sind echt viele Kugelfische und besondere Fische, also mittlerweile. Also ich glaube, alles, was man an Süßwasserfische sucht, findet man hier irgendwo. Hier noch einen Schlangenkopf, also echt krass, interessante Tiere. Wenn man so ein riesiges Aquarium hätte für die, wäre das schon cool, aber halt wirklich riesig muss das sein, damit man die wirklich gut halten kann. Hier geht's weiter, hier sind noch mehr, das sind die Regenbogen-Schlangenköpfe, also die schauen echt schön gefärbt aus. Vor allem hier einzelne Tiere, richtig krass, auch hier noch einer. Sehr spektakulär. Dann hier wieder so ein riesen Echo, also ich glaube, mit denen kann man es vergesellschaften. Aber kleinere Fische, glaube ich, ist da eher schwierig. Unten geht es weiter, das sind
noch mehr. Also ich habe keine Ahnung, wie viel Schlangenköpfe Thomas hat. Da steht auch kein Name dabei bei denen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Schlangenköpfe sind. Dann hier ein afrikanischer Schlangenkopf. Der schaut auch richtig böse aus. Aber auch irgendwie cool. Und hier geht es natürlich nochmal weiter. Cobra King Schlangenkopf. Der ist auch mit den Flossen richtig krass. Schau ich mir die Flossen an. Also wie krass der ausschaut von der Färbung. Also schon sehr cool. Kann ich schon verstehen, wenn man die Fische cool findet und sowas haben will. Ist halt immer ein bisschen schwieriger mit der Haltung. Dann hier geht's weiter mit noch einem. Die sind halt alle einzeln gehalten und die kosten 370 Euro. Ist jetzt auch kein Fisch, den man jetzt so spontan mitnimmt. Da muss man sich echt schon Gedanken machen, ob der das Richtige ist. Und hier ist noch einer. Also drei Stück zumindest hier vorne. Dann hier noch ein Fetzenkugelfisch. Hier 159 Euro. Auch richtig special. So lauter Stacheln. Schaut eigentlich fast so aus wie so ein typischer Kugelfisch, der so gestachelt ist, wenn er sich auflöst. Und dann hier Erbsenkugelfische und Augenfleck, Stachelale. Schaut auch cool aus, was mit. Ich weiß nicht, ob die so heißen, weil die am Ende vom Schwanz so zwei Augen haben. Kann ich mir vorstellen, dass hier so große Augen sind und die so aussehen, als ob sie irgendein großer Räuber wären und die dadurch geschützt sind. Das ist jetzt natürlich komplett interpretiert, kann auch anders sein. Aber vielleicht ist es so. Also wenn das wer weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Und die Erbsenkugelfische sind auch richtig süß. Richtig winzig. Richtig cool. Dann hier ist auch noch ein Kugelfisch. Und zwar brauner Kugelfisch in M. Kostet 79 Euro. Auch interessant. Der liegt hier gerade so am Boden und beobachtet die Erbsenkugelfische im anderen Aquarium, glaube ich. Dann hier bin ich mir nicht sicher, welche das sind. Ob das die Senegal-Säbelflößel-Hechtlinge sind oder indischer Zwergstachelaal oder Flößel-Aal-L. Wahrscheinlich Flößel-Aal-L, die großen, die hier so herumschwimmen. Hier sind noch so ein paar kleine eingegraben, auch hier so unter der Wurzel. Aber die sind auch interessant. So wie so Schlangen unter Wasser. Und hier sind noch mehr. Feuerstachelaal, glaube ich, müsste das sein. Das ist nicht schon spektakulär. Und der hier oben, das könnte sein Senegal-Flößelhechtling sein oder Schmuck-Flößelhechtling. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, es sind auf jeden Fall ein paar hier drinnen. Aber ich glaube, das waren jetzt erstmal die spektakulärsten. Schauen wir jetzt noch ein bisschen rüber. Und zwar, hier habe ich noch was gesehen, der sieht richtig krass aus. Richtig so silber, bläulich, schwarz, blaue Augen, Harnischwell, also sind so richtig strahlend blauen Augen, kostet 499 Euro. Auch kein Schnapper, aber auch ein Riesenfisch. Und halt wirklich ein großes Aquarium dafür braucht. Aber wenn man ein Riesenaquarium hat, dann ist das schon spektakulär, so einen Fisch drin zu haben. Und daneben ist gleich noch ein Koloss. Und zwar ein Cross River Kugelfisch. Und der kostet 2500 Euro. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen rüberlocken können. Aber der schaut richtig krass aus. Ich glaube, der war letztens erst in einem Fisch-Unboxing. Na? Ja doch, hier, wenn man nach oben geht, dann will er Futter haben. Aber er schaut richtig krass aus, aber richtig gut, so richtig schön von der Färbung, von den Flecken und richtig rund. Also der wird hier gut gefüttert von Thomas. Bei so einem Fisch um 2000 Euro würde ich da auch auf jeden Fall gut füttern, damit es denen gut geht. Also der ist echt krass. Okay, da habe ich gerade noch was richtig Skurriles entdeckt. Und zwar eine Kurzschwanz-Süßwasserflunder. Also eine Süßwasserflunder. Richtig krass. Ich glaube, hier drunter ist auch noch einer. Ja, hier kann man es sehen. Also auch richtig krass irgendwie. Also da muss man echt ein paar Mal hinschauen, damit man überhaupt noch manche Fische sieht, wenn man es nicht weiß. Übersieht man die komplett, wenn da nicht gerade eine so weit vorne liegt. Und hier ist der Leopardkugelfisch. Ich glaube, es ist nur einer gerade hier. Es wären schon einiges größer, aber ich glaube, der müsste annähernd ausgewachsen sein. Also die bin ich an überlegen für 120p. Bin mir aber ehrlich gesagt aktuell nicht ganz so sicher, ob ich sie wirklich nehmen soll. So, das waren jetzt ein paar der besonderen Fische, was ich hier gefunden habe. Gibt bestimmt noch mehr, also vielleicht komme ich beim nächsten Mal wieder und schaue mir noch mehr Fische an. Heute hat der Thomas ja auch nicht so viel Zeit, der ist gerade im Stress wieder. Und beim nächsten Mal gibt es wieder eine Tour mit dem Thomas. Schreibt mir in die Kommentare, welcher Fisch ihr am krassesten findet. Und dann bis zum nächsten Mal.